Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zur aktuellen Ausgabe von Italian Secrets begrüßen zu dürfen. Bei mir ist wie immer Elke Heselmeier von porter-wagnu.de. Herzlich willkommen, Frau Heselmeier. Vielen herzlichen Dank. Schönen guten Tag. Frau Heselmeier, was gibt es denn heute zu feiern? Ja, den Sommer kann man nicht so wirklich feiern, wenn man mal zum Fenster rausschaut. Der hat sich in diesem Jahr noch nicht so mit Ruhm bekleckert, aber egal. Wir genießen trotzdem schön Prosecco oder ein Spumante und begeben uns dazu in die Region Valdobbiadene. Und wo ist diese Region? Die ist im Norden von Italien, gehört noch zur Region Veneto, also östlicher Gardasee. Und wir waren ja schon mal, hatten ja schon mal eine kleine Reise nach Bassano del Grappa gemacht. Und Conegliano und Valdobbiadene, die liegen so ein bisschen östlich, nordöstlich davon. Und Okay. das sind eigentlich so die Gegenden, die Zonen, wo der Prosecco produziert wird. Gibt es da eine größere Stadt, die man vielleicht noch eher kennt als Waldo? Ja, Viadene, ja, gibt genau. es. Die beiden Städte, die ich vorhin nannte, die gehören zur Provinz Treviso. Also, ich habe jetzt vor Augen Verona, Padua, Venedig. Wo liegt unsere Region? In welcher Nähe einer Stadt? Ja, eigentlich kann man sagen, so ein bisschen zwischen Verona und Venedig und dann quasi nördlich davon. Okay. Gut, und da sind Weinberge und aus diesen Weinbergen sprießt dann der Prosecco. Nicht ganz, ist noch ein bisschen Arbeit, bis er dann sprießt, beziehungsweise fließt, aber ja, genau aus dieser Region kommt er. Und da wurde ja früher auch ziemlich viel Schindluder betrieben, weil alles, was irgendwie aus dieser sogenannten Prosecco-Traube hergestellt worden war, das nannte sich dann frecherweise Prosecco. Das wollten dann aber die Winzer in diesem Gebiet nicht länger dulden und zulassen und haben dann interveniert. Und so wie wir die Region für den Champagner kennen, das ist ja ein genau definiertes Gebiet. So gibt es jetzt auch diese Region für den Prosecco. Nur hat man dann auch gleichzeitig noch eine andere Entscheidung getroffen. Diese Traube, die ganz allgemein nur Prosecco-Traube hieß, die heißt jetzt seit 2010, also 2009 hat man quasi dieses Gesetz verabschiedet und 2010 ist es dann in Kraft getreten. Und seitdem heißt eben diese Prosecco-Traube Glera, Glera. Und ein Prosecco darf sich nur das Getränk nennen, das zumindest aus 85% Glera besteht, auf diesem dafür definierten Gebiet gewachsen ist, dort abgefüllt wird und vinifiziert wird. Das sind also die ganzen Voraussetzungen. Es ist also wirklich nicht damit getan, dass wir die richtige Traube haben im richtigen Gebiet, sondern sie muss auch tatsächlich dort verarbeitet werden zu Prosecco. Ganz früher zum Beispiel hat man auch durchaus ganze Tankladungen Prosecco nach Deutschland geschafft und hat es dann dort abgefüllt. Das gab natürlich ganz, ganz enorme Qualitätsverluste und das will man jetzt durch diese Maßnahmen ganz einfach umgehen. Und durch diese Maßnahmen sind natürlich jetzt auch die Winzer, die eben wirklich Wert auf hohe Qualität legen, auf richtig gute Qualität, die werden dadurch jetzt natürlich unterstützt. In Frankreich haben wir das gleiche System in der Champagne. Sie haben das ja eingangs beschrieben. Außerhalb der Champagne heißt dann dieses perlende Erfrischungsgetränk mit leichtem Alkohol Crémant. In Deutschland gibt es ja sowas, glaube ich, nicht. Da heißt alles, was sich so anschmeckt, Sekt. Oder gibt es jetzt keine spezielle Champagner-ähnliche oder Prosecco-ähnliche
Marketing, Qualitätshervorhebung, oder? Nee, Täusche also ich in mich? Deutschland haben wir dann meistens so diese Winzersekte. Ah ja, Winzersekte, ja. Und ja, wir haben natürlich auch noch Unterschiede beim Druck in der Flasche. Es gibt nämlich noch eine ganz, ganz alte Geschichte aus dem Jahre 1902. Kaiser Wilhelm II. Hat die Sektsteuer erlassen Der war das. zur Unterstützung seiner Kriegsflotte. Kriegsflotte ist untergegangen, gibt es nicht mehr, aber die Sektsteuer, die gibt es nach wie vor und da fließen jedes Jahr Millionen von Euro in das Staatssäckel. Und die wird man sich auch, denke ich, nicht nehmen lassen. Und egal, wer es ist, welches Unternehmen, welcher Winzer, ob das jetzt eine Sektkellerei in Deutschland ist oder ob ich jetzt aus Italien mein Prosecco, mein Spumante importiere, der Zoll erhebt prinzipiell 1,02 Euro Sektsteuer pro 0,75 Liter Flasche. Also trinken für die Dampfschiffe. Genau, so in der Art. Gut, kommen wir zurück zum Prosecco. Das System, das Sie beschrieben haben, also eine bestimmte Traube, nur in einem bestimmten Gebiet abgefüllt und vinifiziert, hat denn das auch zu einer Qualitätssteigerung beigetragen? Ja, absolut, absolut. Also es darf sich ja auch wirklich nur noch Prosecco eben das nennen, was wir gerade beschrieben haben, auf das eben diese Kriterien zutrifft. Und die Winzer, die sich dafür stark gemacht haben, die waren ja sowieso immer diejenigen, die auch Wert auf Qualität gelegt haben. Die haben ja auch immer gesagt, ja, unter diesem Namen leiden wir eigentlich, weil wir uns bemühen, eine gute Qualität zu liefern, weil wir uns bemühen, den Kunden mit einer guten Qualität zufriedenzustellen. Und warum sollen wir denn darunter leiden, wenn es jetzt irgendwelche anderen Produzenten gibt, die sich selber nicht so disziplinieren, die sich selber nicht solche ja, an irgendwelche gewissen Richtlinien halten, denen die Qualität egal ist, die einfach nur die Quantität raushauen und das Ding einfach so nennen, Prosecco, ob sie es dürfen oder nicht, und der Kunde damit letztendlich hinters Licht geführt wird. Und so ist es natürlich auch für den Kunden eine gewisse Sicherheit. Jetzt haben wir also aus dieser Region, deren Name ich einfach nicht aussprechen kann, den Prosecco und die Getränke gleicher Machart, nicht qualitativ in der Höhe, aber gleicher Machart, die nicht Prosecco heißen dürfen. Wie heißen die in Italien oder in Italienisch? Zum Beispiel Spumante. Spumante, okay. Und da ist es dann noch ganz, ganz wichtig, die Sektsteuer, die entfällt nämlich oder fällt nur an, wenn ich glaube, ab 3 Bar, wenn der Druck eben ab 3 Bar beträgt. Das heißt, wir haben dann eben diesen richtigen Korken mit diesem Draht, der den Korken eben festhält, der dafür sorgt, dass die Flasche nicht geöffnet werden kann, dass sie sich nicht durch den hohen Druck selber öffnet. Nur dann haben wir diese Sektsteuer. Und wenn wir zum Beispiel einen Vino Frizzante haben, das ist dann etwas, was nur ganz leicht perlt und was dann auch mit einem Kronkorken verschlossen werden kann, weil da der Druck ganz einfach nicht da ist. Und Okay. da haben wir dann auch keine Sektsteuer gezahlt für solch eine Flasche. Dann gibt es aber auch nicht so schöne Schiffe. Nee, nee, definitiv nicht. Und das Problem ist natürlich auch bei diesem Frizzante, da muss man wirklich dafür sorgen, dass die Flasche innerhalb weniger Stunden geleert wird. Die sollte man also auf keinen Fall in den Kühlschrank stellen, für den nächsten Tag aufbewahren, weil es schmeckt dann einfach nur schal, weil, wie gesagt, der Druck, die Kohlensäure ist nicht so da, wie eben bei einem richtig verschlossenen Sekt, Spumante, Prosecco. Oh, hier sind wir ja, das schaffen wir. Da geben wir uns einfach mal Mühe. Ich bin da auch sehr zuversichtlich. Sagen Sie uns noch was zur Trinktemperatur. Welche Temperatur sollte der Prosecco haben, um wirklich
schönste Qualität zu entfalten, muss der dekantiert werden? Also denke mal nein, aber ich frage trotzdem nach, muss man irgendwie die Flasche noch besonders behandeln, um den höchsten Genuss zu erzielen? Also möglichst so circa 8 Grad. Dann hat er wirklich eine richtig tolle Trinktemperatur. Und vorzugsweise einschenken in hohe Gläser, nicht diese Sektschalen, die mal irgendwann in den 70er oder so Jahren modern und in waren. Wenn ich dann so eine große Grundfläche habe und nur eine geringe Höhe, da verschwindet diese Perlage ganz schnell. Das heißt, die Kohlensäure ist ganz schnell raus und dann schmeckt auch dieses Getränk sehr schnell schal, wenn ich nicht gleich alles runterkippe, auf gut Deutsch gesagt, ja, und es nicht genieße. Also in hohe Gläser schenken, dann habe ich wirklich sehr lange was davon und dann kann man auch richtig sehen, wie die Perlen im Glas hochsteigen. Es ist also wirklich eine Freude, den Perlen zuzuschauen. Und das kribbelt dann auch so schön in der Nase. Also es ist einfach nur ein Genuss. Hängt natürlich vom fröhlichen Zecher ab, ob er überhaupt so viel Zeit hat, die Perlen nach oben steigen zu lassen. Die Zeit sollte man sich nehmen. Okay. Dann bleibt mir noch die Frage, was isst man denn idealerweise zum Prosecco oder umgekehrt? Welche Speisen eignen sich besonders gut zur Begleitung durch den Prosecco? Also prinzipiell oder häufig wird es ja so gemacht, dass man ein Prosecco oder ein Spumante zur Begrüßung als Willkommensgruß anbietet. Da bietet sich natürlich ganz toll Fingerfood an. Da können wir so Krabbenhäppchen, was auch immer nehmen. Oder wenn wir jetzt zum Beispiel den Prosecco oder den Spumante für ein gesamtes Menü nehmen, ist auch durchaus möglich. Dann sollten wir aber gucken, dass wir da nicht zu dominante Speisen haben. Also irgendwas Leichtes, so wie gesagt, Fingerfood, dann ein bisschen was mit Fisch, Fischvorspeise oder auch mal eine Cremesuppe eignet sich auch ganz toll. Also irgendwas, was leicht ist, was auch vom Geschmack nicht so dominant ist. Da kommt die letzte Frage, aber ich habe doch noch eine Frage. Der Prosecco ist nach meiner Erinnerung immer hell. Gibt es denn auch Rosé-Prosecco? Die Frage kann ich gleich beantworten. Okay. Ja, gibt es. Das ist zum Beispiel auch einer, der sich, ich weiß nicht, kann man das hier sehen, Prosecco nennen darf. Ja, man sieht die Flasche. Ja, also er, das ist jetzt einer von den drei neuen, die ich im Sortiment habe, von Perini. Und ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, wir brauchen mindestens, damit sich dieses Getränk Prosecco nennen darf, 85% von der Glera. Die Glera ist eine Weißweintraube. Und für das zarte Rosé haben wir hier 15% Pinot Nero drin. Das geht also auch. Viele andere, die nehmen dann, also es gibt nur ganz wenige reinsortige, wo wir also wirklich 100% Glera haben. Die meisten, die nehmen diese 85% Glera und nehmen dann noch entweder 15 Chardonnay oder auch Sauvignon Blanc, das geht auch, aber die meisten nehmen Chardonnay. Und dieser Rosé, ist der denn trinkbar oder ist das nur was für Geschmacklose? Nee, der ist richtig klasse. Sonst hätte ich ihn nämlich nicht. Ich gebe zu, vor diesem Mal, als ich die Frage gestellt hatte, habe ich schon überlegt, wie kriegen wir das jetzt hier rausgeschnitten. Aber naja, es war nicht böse gemeint. Nee, ist schon klar. Aber ich bin ja auch kein Maßstab. Ich meine, bislang hat es immer ganz gut gepasst, dass die Sachen, die mir geschmeckt haben, dass auch meine Kunden davon begeistert waren. Aber es kann ja auch mal anders sein, dass irgendjemand sagt, also Heselmeier, du leidest jetzt unter Geschmacksverirrung. Wer weiß. Sie suchen sich ja die Kunden wahrscheinlich danach aus, dass es immer irgendwie passt. Ja, genau. Gut, Frau Jesemeyer, dann vielen Dank für den Ausflug heute ins Prosecco-Land und für die wertvollen Hinweise, wie man ein Prosecco erkennt und für den Hinweis darauf, dass Prosecco
nicht mehr eine Ramschware ist, sondern tatsächlich eine hohe Qualität haben kann, genauso wie Champagner oder ein schöner Winzersekt aus Deutschland. Genau. Ich danke Ihnen. Bis dann, ciao. A presto, ciao.